Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Star Trek Online Folge, keine Ahnung. Ich voll reingelabert, wa? Ja, siehste, Rumpelkammerfred schreibt schon, laut, ja, Alice. Ist ja Wahnsinn. Was, ich bin laut. Ich drehe dich bei mir noch ein bisschen zurück, das ist ja Wahnsinn, wenn du dir ins Ohr reinschreist. Wahnsinn. Da fallen ja die Lauscher ab. Also, Alice, erstmal herzlich willkommen, wir haben Besuch. Hallo, Alice. Hallo. Hallo. Ich bin eine Frau. Oh, sind jetzt alle vor YouTube. Ah, Frau in Star Trek? Nein, sie spielt kein Star Trek, aber sie ist hier da. Sag mal, Alice, bist du gerade was? Du das klang so wie ein voller Mund gerade. Was ist denn los? Boah, wenn man einer Frau sagt, das klang wie ein voller Mund, das ist ein No-Go. So. Wieso? Wir haben übrigens im Chat gefragt, wir sind natürlich wieder live parallel. Ich jetzt nicht. Wir haben hier im Chat gefragt, ob Alice bleiben soll, weil sie nämlich noch Fischstäbchen im Ofen hat. Und ja, es wird geschrieben, ja, Alice soll bleiben. Alice, das machen Männer ständig beim Chatten, zocken und sonst was nebenbei essen. Das stimmt definitiv. Wir saufen auch nebenbei. Ich kann ja mal hier so ganz nebenbei bleiben. Die Kamera halten. Ich habe ja noch so eine Chips-Tüte. Das ist eine Kamera, das ist die Kamera. Und wer fliegt gerade die hässliche Chimera? Was soll denn das schon wieder heißen? Das ist meine T6-Chimera. Richtig. So, du sollst nochmal mit dem Einladen versuchen, lese ich gerade. So, probier es nochmal. Falsch das da. Oh, hier noch ein paar Zeug an. So, und Alice, wie geht's dir? Gut. Alles Erzähl doch mal, was du machst. Genau, was machst du hier? In Weiß meinem ich Revier. Ich nicht so genau. Was spielst du gerade? Im Moment spiele ich Daisy. Wie halt eigentlich die ganze Zeit, ne? Und ich frage mich jetzt gerade, wie viele in dem Augenblick an Donald Duck denken müssen. Wieso? Daisy? Daisy und Donald. Na, ich glaube, richtige Gamer denken da an Spiel. Ja, aber Nerds nicht. Also, ich weiß nicht, wie es ja dir geht, aber ich habe früher diese Disney-Sachen schon ziemlich verschlungen. Ja, ich habe auch mal ein Buch gelesen. Du hast mal ein Buch gelesen, Respekt. Es war aber ein Star Trek-Buch. Das habe ich so zweimal durchgelesen. Aber Problem war, zwischen dem ersten und zweiten Mal war ein halbes Jahr. Achso, das ist immer wieder was Neues, ne? Ja. So, du, ich tue jetzt gerade so ganz sinnlos immer hier Aufträge rein, weil hier nichts passiert. Ja, deswegen, du wolltest doch vorfliegen. Du wolltest durch die Transport zum Riss im Spiegel wollen wir machen. Okay, kann man machen, wenn du willst. Kostet nur 35. Siehst du mich? Ich sehe dich. Jetzt siehst du mich nicht mehr. So, auf jeden Fall haben wir jetzt, unser Team ist voll, wir nehmen Leute mit, wir haben übrigens gerade 12 Zuschauer, ey, das ist doch mal, wir haben richtig Gäste, da kannst du mit deinen 30, 40, 50, kann teilweise auch bis zu 200 Zuschauern, ey, das nicht mal mithalten, ne? Und bei mir jetzt sind drei Zuschauer. Ja, komm. Moment, das ist ich, das bist du, Dribble und Alice, oder? Was, ich habe drei Zuschauer, wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, deswegen, ich habe ja weiter oben, ich kann da mal gucken, ob ich es nochmal posten kann, ne, kann ich nicht. Oder kann ich so posten? Ne, kann ich auch nicht. Ich habe vorhin mal den Link gepostet für den Multi-Twitch, da ist er. Der Don streamt nämlich gerade auch. Hubbel, no. Dann könnt ihr nämlich mal mich und den Don gleichzeitig gucken. Ihr könnt sehen, wo er gerade rumschwört und er schwört rum, wo ich gerade hinguck. Und die Alice kann beides zugucken und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, obwohl Frauen multitaskingfähig sind. Und ja. Das wäre natürlich die ganze Sache wesentlich vereinfacht. Müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen zum Deep Space Nine, müssen wir. Zum Frachtring von Deep Space Nine. Soll ich machen Ton aus? Weil ich habe nämlich gestern, wo ich es mal getestet habe, habe ich gesagt, mit Ton aufgenommen. Das war saublöd. So. Also jetzt schade ist, dass man aber den Chat nicht auf einen zusammenbringt, ne? Nö, das ist, das ist schade, ja. Ja, das ist fast ein bisschen schade. Aber egal, deswegen sammeln wir uns einfach auf meinem Chat. Five of Six, ich sehe nicht, wer es anschaut, ich sehe nur, dass so viele Leute da sind. Und ich habe jetzt einfach mal geraten, wer es sein könnte. Ja. Aber in dem Fall bin ich echt beleidigt, weil demnach ist es nicht Alice. Ja, die Alice, die ist ganz böse. Also ich gehe mal auf, ich docke mal an Deep Space Nine an. Warum? Ist unsere Mission. Riss im Spiegel, gehen also, zu Deep Space Nine, fragt. Also da, wo ich rausgekommen bin, heißt es Fortfahren Operation Gamma. Nein, das ist aber eine falsche Mission. Die habe ich auch gehabt, weiß aber gerade nicht, welche Mission das ist. Ich auch nicht. Deswegen docken wir müssen auf jeden Fall hier an Deep Space Nine andocken. So, Alice ist so ruhig. Ja. Wie ist? Nein, noch nicht. Leider nicht. Wieso immer noch nicht? Ich denk, das ist so traurig, ne? Da haben wir endlich mal eine Frau bei uns hier in unserem Let's Play. Und was ist? Da will sie wieder gehen wegen Fischstäbchen, weil wieder Fischstäbchen wieder wichtiger sind wie wir. Da habe ich letztens übrigens eine Dokumentation zu Fischstäbchen gesehen. Man mag nicht glauben, wozu es alles Dokus gibt.
Die Verbindung zwischen Fischstäbchen und Let's-Playerinnen, die nicht bei männlichen Let's-Playern sein wollen. Genau. Die Frage ist, wie einfach lässt sich denn die Panade ablösen? Und ist sie dann eher matschig oder eher fest? Jetzt kommt's. Da kann man nämlich dann die Qualität von den Dingern erkennen. Sie sollte möglichst fest sein, weil sonst deutet es darauf hin, dass die Fischstäbchen zwischendurch aufgetaut wurden, und da, also sprich zweimal eingefroren wurden, und das sind dann eher die billigeren Varianten. Ja, Junge, tu mal Instanz wechseln. Gehen Sie zum Frachtring Deep Space Nine. Du bist Instanz 1, ich bin Instanz 5. Was? Ich bin doch noch draußen. Rumpelkammer Freitag geschrieben, Alice, wenn es qualmt, dann brennen die Fischstäbchen. Ich dock einfach mal an. Und Rake, wenn du mitmachen willst, musst du auch herfliegen, ne? Also, Atlan 8, um genau zu sein, heißt er ja im Chat. Atlan, stell dir einfach vor, ich bin Perry Roden, dann musst du auch hinterher rennen. Nein, noch ist er im Soul-System, deswegen. So, ich bin jetzt DS9 Frachtring offensichtlich. Ja, dreh dich mal um. Was? Ach da? Ja. Oh, ist ein Traum. So, Rake, wäre nicht schlecht, wenn du Richtung Deep Space Nine fliegen würdest. Wenn du unterwegs bist, schreibst bitte, wenn nicht. Wir würden gerne loslegen, aber eigentlich, glaube ich, wenn wir reingehen, müsste, glaube ich, eh die Team-Einladung kommen, oder? Gehen wir einfach mal rein. Ja, die müsste kommen. Da haben wir schon. Warten auf Team. Die Frage ist aber, ob am Rechner ist. Ja, er hat ja auch hier im Chat geschrieben. Achso, dann. Siehst du, Rumpelkammer? Ach, das ist die Welt, ist so klein, ne? Ja, er hat auch die Reportage gesehen. Wo war denn das? Das kann ja nur N24 gewesen sein. Ich weiß nicht, ich glaube, das war vorgestern. Alice, mir ist warm. Ah, natürlich. Das war hier. Warm. Ja. Das war ProSieben mit dem Dicken hier. Wie heißt mit dem Jumbo Schreiner. Ja, genau. Ah, das ist Wahnsinn. Jumbo Schreiner. Kennst du Jumbo Schreiner, Alice? Das ist ein Mann wie ein Baum. Ich bin mir nicht sicher. Sie nannten ihn Baum. Ah, doch, der Jumbo, ja klar. Natürlich. Oder? Der Klobbel. Hier liegt ein Toter, ne? Der macht aber auch alles, ne? Der Jumbo Schreiner, der macht alles. Der macht nicht nur Sendungen über Fresserei, der macht auch über Tuning-Autos, der macht welchen Sender das war, wo so hier diese zwei, alles. Wo die zwei Leute sich mal mit ihren Tuning-Autos gegeneinander antreten und so weiter. Also auch im Kfz-Bereich ist der tätig oder er testet Sachen, also der macht auch alles. Und sag mir keiner, dass mein Ton so leise ist, sag mal. Die mir ganze Zeit, ich höre hier nichts, aber schießen sie um die Ecke. Don, dein Ton ist leise. Richtig. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit am falschen Regler gedreht, als ich dich vorhin leise machen wollte. Tja, siehst du mal. Das kommt davon, wenn man so viel komplizierte Technik hat. Immer diese scheiß moderne Technik, ich weiß schon. So, schön, dass ihr an die Räume vorbeiläuft. Ich gehe mal rein. Warum? Ich schieße irgendwie... Ja, ihr seid gerade ausgelaufen. Hier ist noch seitlich ein Raum drin. Ne? Da sind noch ein Haufen Gegner. Und die, die machst du schon. Ich nehme inzwischen weiter meinen Tetris-Gun. Und Alice, ansonsten, was hast du heute den ganzen Tag so gemacht? Erzähl doch mal. Eigentlich nichts. Fischstäbchen gekauft wahrscheinlich. Wie ist denn so der YouTube-Alltag, der Let's-Play-Alltag aus der Sicht einer Frau? Einer Twitch-Queen. Du machst ja viel mit Webcam, ne? Tust du dich davor auch richtig stylen und alles? Ja, natürlich. Also ich auch, ich setze eine Mütze auf. Ja. Also ganz ehrlich, ich sitze hier so, wie ich heute von der Arbeit komme. Gut, ich habe mittlerweile eine andere Hose an. Allerdings brauche ich auch schon mit Kurzhose auf Arbeit. Aber ansonsten, ich mache da nichts. Also ich könnte natürlich jetzt... Naja, oh, ich höre schon, er zieht die Hose aus. Nein, ich setze einen Hut auf, aber da ich noch einen Kopfhörer anders drauf habe, der ein bisschen bequemer ist für einen langen Zeitstream, läuft das so nicht. Deswegen... Naja, wir gehen ja auch nicht einkaufen, wenn wir ausschauen, wie... Frisch sag ich mal. frisch durchmassiert, ne? Genau. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ist doch wurscht. Ja, geht's da dann eher darum, was andere Leute denken können, darum, was andere Frauen denken könnten oder darum, dass man gegenüber eines Mannes blöd aussehen könnte? Nein, da geht's einfach darum, dass man sich selbst wohlfühlen will. Ich gehe ja auch nicht trainieren, weil ich mir denke, boah, ich bin zu dick oder boah, ich will, dass mich die anderen gut finden, sondern ich mache das ja für mich. Oh. Das habe ich mir auch mal wieder gesagt, das hat nicht funktioniert. Ich esse auch für mich. Ja. Ich trainiere nicht, aber ich esse für mich. Ich mache das nicht für andere. Ich mache das nur für mich, weil ich das will. Haben wir wieder was gelernt. Hier. Ach, oh, da liegt ja einer. Jetzt muss ich echt kurz gucken, gehen, ob die fertig sind. Nee, Wandon ist da, alte Hütte. Genau in dem Moment, ja, wo ich sagte, Don zieht die Hose aus. Zieh die Hose aus, bin wieder weg. Nein, Don, Wando, du bleibst da. Wir haben ja eine neue Delta-Rekrutin im Teamspeak. Und Nevandon,
Warum schreibst du das in meinen Chat rein, bitte schön? Alice, für dich als Info, der es nicht weiß, der Nivandon ist der Community Manager von Star Trek Online. Von Perfect World. Also ich habe vorhin gerade ein Klack, Klack, Klack gehört. Ich glaube, sie ist weggegangen. Sie was, ist geflüchtet. Du redest nur virtuell mit ihr, sie ist gar nicht da. Ja, ja, sie ist allgemein nur virtuell. Wir haben, als ob wir echte Frauen hier hätten, also echt. Ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, wo hier die Leute alle rumlaufen. Ja, Gott, wir das einfach... Das wird, dass wir nicht wissen, wo es hingeht. Das wissen wir sowieso nie. Was? Wie ein frisch gepflücktes Eichhörnchen? Was? Wie ein frisch gepflücktes Eichhörnchen. So, da hinten, die machen das an. Auf Schiff beamen. Ja, wir haben es geschafft. Aber das finde ich ja cool, dass die Wandern heute reinschaut. Heute ich habe wohl bemerkt, auch ein kleines bisschen Werbung gemacht heute. Ich habe mal in ein paar Facebook-Gruppen mal gesagt, wer Lust hat, so Streams zu gucken, der soll gucken. Mich wundert es eigentlich echt, dass wir 16 Zuschauer gerade haben, obwohl die Meeres gerade streamt. Ja, das darfst du jetzt nicht sagen. Ja, das ist schrecklich. Aber der streamt ja keine Star Trek Online, deswegen ist auch die Wandern bei uns und nicht bei ihm. Genau. Ja, das wäre ja sonst ganz weit. Ganz dunkel. Ganz dunkel. Konkurrenz-Gaming. Einen Abend 5 on 6, einen Abend in Figurama and hello friends, I will shield in for of you. Hier, aber für die Leute, die bei mir auch im Stream anschauen, würde es mich mal interessieren, mal so einen kurzen Kommentar, wie die Qualität vom Bild ist. Also ob man das einem antun kann oder ob das arg verpixelt ist oder so, weil ich habe jetzt das nur so im so ganz klein hier neben mir, da sehe ich es nicht so. Oder ob es ruckelt oder so Zeug halt. Da wäre mal eine kurze Rückmeldung nicht verkehrt. Jo. Es ging um Styling. Um Styling. Wie ein frisch gepflücktes Eichhörnchen, ja? Sag, ja, ein frisch gepflücktes Eichhörnchen, ja. Ich glaube, das soll was anderes heißen, oder? Ja, ja, das ist ja anderes Thema. Noch ist vor 22 Uhr. So. Das kann man sich fast jederzeit anschauen, dieses Ding hier. Fortsetzen. Oh, siehst du, meine Hülle ist ziemlich unten. Deine Hülle? Ja. Ist irgendwie vom. Was brauchst du denn Hülle? Zum, ja. Ja, du nicht. Hülle. Hülle, 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 Hülle. Hülle, Hülle, Alter, hier. Au, 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 au. Wer geht denn da hoch neben mir? Gehen Sie weg. Joland Ruhgold, Maria. Hoffentlich kein Goldseller. Ah, da habe ich jetzt übrigens ein schönes Video zu Star Wars gesehen. Star Wars? Star Wars, also Star Wars? Ein kleines Fanvideo, bei dem sich der Architekt des, also einer der Architekten des Todessterns, zu Wort meldet, nachdem er mehrfach ja immer wieder angeklagt wurde, wie man nur einen Abgasschacht so anbringen kann. Ja. Ist leider in Englisch, aber das muss man sich wirklich mal antun. Es ist wirklich genial. Erzähl doch mal. Sind meine Schilder weg? Nee, das muss man sich anschauen. Meine Schilder waren einfach weg. Ja, die hast du bei eBay verkauft. Ich werde, das war jetzt gerade in den Wandern. Genau, die Wandern mal schön live in Knöpfle gedrückt und Don kriegt keine Schilder mehr. Ja, die Wandern hat er die Spezialversion. Wahrscheinlich hat er jetzt meinen Händel eingegeben und gesagt, kill Schild. Pop, ja, eigentlich würde er, aber was ihm eigentlich eher so in den Copy-Paste-Taste liegt, ist Delete Don. Was? Ich bin... Das würdest du nicht machen, oder? Doch, da bin ich wieder. Siehst du, wieso hab ich mein Altern wie? Jetzt sehe ich gerade erstmal, dass du gefollowt hast. Habe ich gar nicht gesehen. Funktioniert mein Alert schon wieder nicht. Alice, zickt bei dir der Alert manchmal auch ein bisschen? Nö. Bei mir hat er manchmal zickt er ohne Ende. Will nicht. Obwohl ich vorhin extra nochmal getestet habe. Erster. Vielleicht denkt er sich, die Alte zickt eh schon genug, da brauche ich nicht auch noch zicken. Ja, das ist Falle Lux. Mich jetzt. Doch extra. Da unten brennt's. Jetzt funktioniert's. Also ich habe gerade nochmal getestet. Du bist dir gerade mal gefolgt? Ich bin mir gerade gefolgt. Es ist so schlimm ist es schon, Alice. Ich muss mir schon selber folgen und wahrscheinlich sogar noch selbst donaten, um hier glücklich zu werden. Also war jetzt wieder so eine versteckte Werbung, wa? Wenn ich drüber nachdenke, bin ich einer der dienstältesten STOler. Goldmarker ist auch ein Triple. Jetzt funktioniert's. Perfekt. Danke für den Test. Guck mal, ob der Donate-Button auch funktioniert. Nee, also Goldmarker, wie lang bist denn du schon in STO aktiv?
Alice, aus was für Spielen bist du denn eigentlich bekannt schon vor deiner Let's Play-Serie? Also ich weiß ja, dass du ein bisschen aktiv was anderes gespielt hast. Ist überhaupt mittlerweile wieder da? Ich habe vorhin irgendwas gehört. Wie meinst du das jetzt? Ach, da ist er. Sie hat vorhin schon mit dir geredet. Also, es gibt ja Zockerfrauen und es gibt Zockerfrauen. Es gibt die Zockerfrauen, die von ihrem Freund, Freundin, keine Ahnung, was auch immer, zum Spielen verleihen wollen. Nach dem Motto, guckst du dir doch mal an, probierst doch mal. Und dann, ja lol, cool, schöne bunte Farben, kleine Tierchen, spiele ich mal mit, ne? Und Hello Kitty. Genau, und es gibt natürlich die Zockerdamen, die zocken. Wie ja. Männer. Als ob sie Eier hätten, ne? Also richtig hier zocken mit Leib und Seele, auch mal eine Tastatur aus dem Fenster schmeißen, so das Übliche halt, ne? Was einfach dazu gehört. Das bist ja du. Ja, das bin ich. Also du bist eine richtige Zockergöre. Ja, ich zocke ja seit ich 8 Jahre alt bin, also von daher. Und die Alice hat nämlich keine Freunde gehabt, deswegen hat er Computer dann herhalten müssen. Richtig. So wie es eigentlich jedem von uns geht. Ich habe ja immer noch keine Freunde, also von daher. Genau. Hast du auch so Shooter oder sowas in der Richtung gespielt? Ja, Shooter. Auch. Hast du manchmal Wolfenstein gespielt? Ja, die richtig. Warst du bei den Zockerweibchen? Bei dem Clan? Nein. Okay. Da haben wir mal echt ganz die böse war bei den Zocker Maul gekriegt. Die war bei den Zockerboobs, war die. Ey, da gab es einen Clan, der hieß Zockerweibchen. Der hat uns mal ganz böse aufs Maul gehauen. Du leck mich am Arsch. Damals in meiner aktiven Zeit. Oh Gott, Marc, ja, du hast noch nicht geschrieben, wie lange du schon spielst. Ja, aber du hast ja damals sehr aktiv WoW gespielt, ne? Also nicht du, ich meine Alice. Ja, das habe ich ja. Ja. Und sie ist doch. Aber dafür ist er eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ja. Also ich sage ja, das Spiel mit drei Buchstaben. Wow. Rausbeam. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich vorhin noch im Teamchat extra geschrieben habe, bitte nicht vorrushen, wir für machen die Leitung. Ich bin nicht mal im Raum und die Mission ist schon vorbei. Was war das du? War das schon immer so. Auf uns hört keiner. Das ist übrigens mit ein Grund, warum wir eigentlich bei Let's Plays grundsätzlich eigentlich keine Teams machen, weil nicht mal wir noch was von der Mission mitkriegen. Und das bringt dann eigentlich auch nichts. Respekt. Hello Kitty Online, okay. Jetzt ist gerade die Verarbeitung bei YouTube von dem Video fertig, was ich gestern, also vor ungefähr 20 Stunden hochgeladen habe. Habe ich jetzt gerade Mail bekommen, dass die Verarbeitung fertig ist. Oh, Olli, okay, 71 folgt dir jetzt auf Twitch. Hilfe. 506 folgt dir auf Twitch. Gorkon folgt dir auf Twitch. Ja, Hilfe, ich habe mir auf die E-Mail geschaut. Danke, ja. danke, Jungs. Alice folgt dir bestimmt auch schon. Da habe ich noch keine Mail bekommen. Alice? Hm? Leg mal kurz die Fischstäbchen mal Seite. Du musst jemanden followen. Also so kriegt man auch Leute, indem man die einfach auffordert und dass es peinlich wird, dass man direkt followen muss. Auch wenn man das später wieder unfollowt, aber kurzzeitig ach ja, muss man einfach. Für die noch hier, was haben wir jetzt eigentlich für Uhrzeit? Oh, wir haben nur noch 2 Minuten, das heißt, ich werde das erst in der nächsten Folge ankündigen. Oh. Obwohl, ich mach's jetzt schnell. Vielleicht, ach komm, dann schieb mich mal weg, der Drecksack. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr, ne, die Folge kommt danach raus. Ne, wird nicht funktionieren. Alter, ich geh wieder drauf. Goldmarker spielt schon seit der Beta, mach ich auch tun. Darf ich mal eine andere Frage stellen? Ja. Ich schreibe jetzt mal hinter im Chat, wer sich nicht angepasst hat. Warum sie nicht? Ja, ich wundere mich, dass ich hier gerade so einfach so Platz von so ein bisschen Zeug. Ich weiß gar nicht, wie groß die Gegner sind. Also sie sind 9 Level über mir. Da, respawn. Ich muss jetzt mal respawnen, ja? Schäm dich, Alice. Ja, das sagt Nivandon. Richtig, Nivandon. Sprich mal ein Machtwortmeister. Alice kann gerade eh nicht reden, die hat Fischstäbchen im Mund. Richtig. Sie hat Fischstäbchen im Mund, okay. Übrigens einen guten. Gibst denn du eine Fischstäbchen noch irgendwas dazu? Respekt, ich komme hier als Explosion rein, das finde ich doch mal cool. Hat das jemand gesehen? Der Warpcam war das letzte, was funktioniert hatte. Du bist rein und bist dort gleich explodiert, so muss es sein. Das ist wie als ob du in irgendeine Instanz kommst, losrennst in die Schlacht und auf die Schnauze fliegst und tot bist. Ja, soweit bin ich doch nicht mal gekommen. Ja, was hat denn was ist denn das bei Rake da für eine Band an Buffs, sag mal? Tja, siehst du mal, da hat jemand Keeper 1 on. Da hat jemand zu viele Buffs, würde ich eher sagen. So geht doch gar nicht. Das geht schon. Sehe ich nicht zum ersten Mal sowas. Ja, trotzdem. Aber da sieht man auch mal wieder den Unterschied zwischen Mann und Frau. Denn Männer werden einfach schon Pizza in den Ofen schieben. Frauen sind da gesünder, die schieben sich. Ich höre da eine leise Kritik heraus. Nein.
Komm, du bist Pizzaspezialist. Aber Frauen, die essen dann lieber Fisch. Mache ich auch, je nachdem, was da ist. Im anderen will auch Fischstäbchen. Kannst du mal welche abgeben, Alice? Völlig. Toastbrot. Genau, Goldbrecher, Toastbrot. Das ist sie ist für dich eine mit, Nivander. Genau. Der gerade in den wenn sie für uns alle jeweils eins mit ist, dann wird sie wahrscheinlich doch dick werden. Nivander, gibt es in den Niederlanden überhaupt richtig schöne Chemie-Fischstäbchen? Oder ist das in Holland wegen was anders? Ja, komm, die sitzen an der Quelle dafür, oder? Ja, vielleicht holen die den Fisch direkt aus dem Ding, panieren ein bisschen und das sind Fischstäbchen oder was? Ja, die holen so komische Lebewesen aus dem Wasser, häuten die. Schneiden die in Streifchen, panieren die und sagen dann, das wären Fischstäbchen. Und wie das schmeckt, erzählen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.